Oh, Mann, die läuft weg! Wo ist sie? Oh, ich hab sie. Gott sei Dank, weil die hätte sie echt in Angriff. Na. Ich habe hier eine Kakerlake und wir gehen jetzt in das Video rein von Dave. Raumstreaming, Raum in 72 Stunden selber bauen. Über die letzten Jahre habe ich auf YouTube immer wieder kranke Gaming- und Streaming-Setups gesehen. Wo wir gerade unser neues Büro umbauen, habe ich mich dazu entschlossen, einen Raum genau dafür zu verwenden, um ein Streaming-Setup komplett selber zu bauen. Viel Spaß mit, ich habe in 72 Stunden mein Traum-Streaming-Setup gebaut. Ich glaube, das Ganze wird ein bisschen sass, weil ich habe gesehen, dass der Streaming-Raum, gell Kakerlake, ein bisschen klein ist. Was ist der Streaming-Raum? Wie viel Quadratmeter? Ich würde sagen 4 oder 5 auf Harry Potter angelehnt. Die Wand, gespannt, die ich gestern gestrichen habe, sieht eigentlich ziemlich gut aus. Das hier mit der Streaming-Hintergrund, hier wird der Schreibtisch stehen. Ich bin gespannt. Chat, ich bin gespannt, ob das wirklich so ein nice Streaming-Zimmer wird, weil ich habe so das Gefühl, es ist ein bisschen zu klein, Chat. Kölle! Music Store. Wo ich jetzt aber gerade sehe, dass hier direkt ein Bauhaus ist, könnte ich auch schauen, ob ich vielleicht direkt den Stream-Hintergrund dort bekomme, denn den gibt es bei Bauhaus. Jetzt erstmal Music Store, Akustikpanels, let's go. Oha, Akustikpanels, warte mal. Hey, filmt ihr alles mit dem Handy? Warte mal kurz. Warte mal, Chat. Oh. Guck mal hier, Chat. Wir haben das heute aufgehangen. Ja. Wow. Oh, die sehen fancy aus. Ich konnte es wieder nicht aushalten, anderthalb Wochen darauf zu warten, dass Tobi wiederkommt. Ich habe so einen Tatendrang mit dem Büro, aber auch so allgemein, dass ich irgendwie die Finger nicht davon lassen kann. Deswegen bin ich nach dem Music Store und nach Ikea jetzt noch ins Bauhaus gefahren und habe die Vertäfelung. So ein Hustler. Ich habe Frage, wie alt ist er? Dave? Ja. Ich glaube, Dave ist 22. Ich glaube, gleich alt wie ich. Ich glaube, 23. Und weißt du, wann der angefangen hat? Weil irgendwie war das aus dem Nichts auf einmal da. Was? Wann hat er mit YouTube angefangen? 2 Jahren, 3 Jahren. Ich freue mich da aber sehr drauf und werde jetzt wieder eine Nachtschicht einlegen und das Ding durchballern. Es ist 19.52 Uhr. Wahrscheinlich bin ich nicht vor 1 oder 2 Uhr aus dem Büro raus. Ich finde es aber geil, dass ihr mal seht, wie wirklich so der Arbeitsalltag von mir aussieht, weil das ist de facto nicht nur so, wenn ich das Büro umbaue, sondern ich bin jeden Abend bis 22, 23 Uhr im Büro, um die ganze Scheiße, die vor wie hinter der Kamera überall anfällt, in irgendeiner Weise zu bewerkstelligen, ja, ohne dafür... Ja. Aber Dave ist auch wirklich, habe ich das Gefühl, Burnout gefährdet. Ja. Wenn du siehst, was der hustelt, der hat mir, der Cutter von Dave, hat uns irgendwie gefacetimed, dann war das am Sonntag. Und an diesem Sonntagabend sollte eigentlich noch das Rolex Trade-Up-Finale online kommen. Die haben irgendwie mit 8 Cams gleichzeitig gefilmt und der war noch nirgends. Und der hat dann so gesagt, ja, Dave hat gesagt, das soll eigentlich bis heute fertig sein. Ja. Oh, wir haben es am Mittwoch, glaube ich, oder so gepostet, weiß nicht mehr. Aber das sind Hustlers. Safe. Ja. Aber, Adi Tutoro-Fan hat da gerade geschrieben, Dave hat 2013 mit YouTube gestartet. Wow. Aber erst so richtig Videos gemacht, ich habe es mal nachgeguckt, so vor 2, 3 Jahren. Mhm. So richtig. Also, was ist jetzt heute noch dazugekommen? Ich war losgefahren, um nur eine Sache bei Ikea und ein bisschen Schaumstoff zu holen. Ich bin losgefahren für diesen Fuß, das ist der höhenverstellbare... Shut up, Chat. Fuß für mein Setup und für diesen Schaumstoff. Das ist Basotec-Schaumstoff, so ziemlich das krasseste, was man für Sound haben kann. Hatten wir im alten Büro auch, ist mega geil. Guckt euch das mal an, wenn ihr sowas sucht. Davon nicht gerade wenig, für 700 Euro Schaumstoff gekauft, damit wir den Raum... Wann hast du angefangen mit YouTube? 2016, also mit diesem Kanal, mit Adi Tutoro. Was hast du davor gemacht? Sex, Drogen und Alkohol. Weil ich dann aber schon mal im Music Store war, habe ich noch ein bisschen rumgeguckt und ich konnte nicht die Finger davon lassen. Eine Sache, die ich mir schon ganz lange kaufen wollte. Unglaublich gute Monitoring. Diese scheiß Kakerlake, Digga, kann ich nicht einfach... Kannst du die bitte nicht verlieren? Ja, ich will, dass die jetzt hier... Okay, gut. Captain? Er hat hier drauf geschissen? Nee, das ist der Brüssel. Neumann Berlin ist so ziemlich das krasseste, was man kaufen kann für Mikrofonie und Lautsprecherkram. Der Typ. Mikrofonie. Geil. Merkt euch, Mikrofonie. Der mir das verkauft hat, war auch richtig begeistert. Also natürlich war der richtig begeistert davon. Ich war aber genauso begeistert. Wollte das schon ganz lange haben. Damit können wir den Sound der Videos jetzt deutlich besser abmischen. Das kommt im... Ja, das ist wichtig, weil ich habe bei Dave immer gedacht, Digga, die Videos sind so schlecht abgemischt. Mhm. Ich verstehe nichts. Weil das auch der Raum mit dem besten Sound wird, da werden wir Voice-Overs machen. Da werden Freunde, Bekannte, irgendwer bestimmt auch mal Mucke aufnehmen. Erwartet nichts von mir, keine Angst. Ja, das wird richtig geil und damit wird der Sound hoffentlich deutlich besser klingen, als er jetzt gerade tut, weil dieser Raum so riesengroß ist. Neben dem Music Store ist aber direkt ein Bauhaus und ich konnte nicht die Finger davon lassen. Ich habe direkt einen Streaming-Hintergrund gekauft. Eine komplette Holzvertäfelung. Insgesamt 15 Quadratmeter habe ich, glaube ich, gekauft. Ja, ich finde schon, die Wand ist ein bisschen schlecht. Ich würde, aber so Badezimmer...
Nee, wie sagt man dem? Wie sagt man dem so Rosen? Chat, wie sagt man dem? Tape? Wie sagt man dem, Chat? Wand klebt, meinst du? Ja. Folie halt. Tapete. Wenn das alles klappt, dann steht der Raum heute. Da müssen wir uns morgen nur noch um das wirkliche Setup kümmern. Um den Schreibtisch, um die Lautsprecher, um den ganzen witzigen Part. Jetzt erstmal Schaumstoff an die Decke und Vertäfelung an die Wand. Der Vorteil an diesen Dingern ist, dass sie hier hinter dem Holz auch so Filz haben und dadurch auch Akustikpaneele sind. Hallo, hallo? Ja, funktioniert sehr gut. Aber so kommt das jetzt da dran und dann sieht das ziemlich nice aus. Oh, Digga. Jetzt geht's ab. Ich bin ein alter Hase. Das hat mich im Chat gelacht. Einfach wegen ihm. Also wegen dem Chat gelacht. Das Ding macht jetzt so. Boah, Junge! Hey. Ja, 10 ist von 10, schön. Was soll ich sagen? Ja, das hat Stil. Charakter. Wieso läufst du? Einfach, weil... Es hat Charakter. Ja. Mann, die Wellen sind gerade gut. Willst du mit auf einen kleinen Surftrip? Sorry. Hängt noch nicht viel. Yo. Das ist ein Cutter. The Legend, the Myth, sein the Cutter? Man. Das ist ein Cutter, ja. Der cuttet die Main-Kanal. Geil. Die sind richtig geil. Die ist actually größer, als ich gedacht habe. Nach nicht mal anderthalb Stunden sind wir komplett ja durch. Das ist klein eigentlich. Nur du siehst halt, weil ja, die Dynamik gestört hat. Du wirst schon schauen, sein ist wirklich klein. Mit der Holzvertäfelung. Das ging jetzt wirklich super easy von der Hand. Im Prinzip anhalten, festschrauben, ein bisschen zuschneiden. Und das ging nicht nur einfach von der Hand, sondern es sieht unglaublich gut aus. Also wirklich. Das hier so ziemlich genau, das wird mein Streaming-Hintergrund werden. Natürlich kommen noch Pflanzen hier hin, aber ich bin sehr happy damit. Ziemlich genau so wird mein Streaming-Setup aussehen. Wahrscheinlich genauso. Richtig, richtig gut. Genauso, dass man die weißen Ränder hier an der Seite nicht sieht. Ich bin richtig happy. Die Holzvertäfelung war aber nicht die einzige Mission für heute Abend. Was? Das war doch gerade sein Streaming-Setup, oder? Ja, also der View dann. Ah. Es muss noch überall Basotec an die Wände. Beim letzten Mal haben wir das komplett Freestyle einfach so an die Wände geklebt. Das mache ich diesmal nicht. Ich mache das schön mit einer Wasserwaage, zeichne genau an, wo die hinkommen. Wir haben genau 17 Platten. Davis, oh, ich lieb's. Ich lieb, dass Dave so ein Try-Hard ist. Das ist so Perfektionist, ja. Das ist geil. Wird wahrscheinlich komplett über die komplette Breite ein Teppich kommen, den ich schon habe, damit es von unten nach oben einfach weniger halt. Aber ich merke jetzt schon. Ist das Hanna? Nee. Wenn ich hier reinspreche, ist deutlich besser, ist als wenn ich. Dave ist so funny. Hast du so ein Dings? Warte mal. Ist es besser, wenn ich hier reinspreche? Wir haben jetzt schon 23.10 Uhr und dann ist der Abend für heute gelaufen. Ganz, ganz grober Plan für Basotect. Einmal hier, dreimal da oben, dreimal hier, dreimal hier, dreimal hier, dreimal hier, fertig. Ja. Cool. Ah, das sind diese Pedals. Das ist geil. Ja, die sind wirklich gut. Aber ich finde... 1.32 Uhr. Digga, guck mal. Aber die schauen doch nice aus. Ja, die schauen richtig nice aus. Nee, meine. Aha, ja. Aber ich finde die ein bisschen schöner, finde ich, ehrlich gesagt. Schon? Weil sie halt weiß sind. Er hat sogar noch so die Ränder, siehst du, er hat so die Ränder noch so abgeschnitten, dass es fancy aussieht. Ich glaube, hat er das selber gemacht? Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat das so gekauft. Ja, kann sein. Es ist unglaublich. Wahrscheinlich hört ihr auch den riesigen Unterschied schon. Überall um mich herum hängt Schaumstoff alles ab. Ja, ist eine echte Kakerlake. Abgemessen, es ist vielleicht am manchmal. Oh, der Sound ist jetzt aber richtig gut. Holy shit. Wenn nicht auf den Millimeter gerade, aber zumindest funktioniert es. Und es funktioniert richtig gut. Das hört ihr wahrscheinlich und das wird man definitiv merken. Überall hinter mir hängt entweder Schaumstoff oder jetzt diese Holzvertäfelung. Also wirklich überall, außer an den Decken und der Boden muss noch gemacht werden. Also es ist noch nicht mal so soundproof, wie es wird. Richtig geil, dass heute Abend noch durchgezogen zu haben, weil wir uns dann morgen direkt um das Streaming-Setup an sich kümmern können. Also Neubau, Umbau, Einbau vom neuen Streaming-Setup, das endlich so machen, wie ich es immer haben wollte. Geiles Kabelmanagement, alles irgendwie so versteckt, höhenverstellbar. Aber das seht ihr morgen, nachdem wir jetzt noch einmal den Sound vergleichen. Soundtest vor Umbau. 1, 2, 3. Dave ist so ein Trainer. Er redet immer so. Dave redet auch immer so mit einer ernsten Miene. Weißt du, sein Gesicht ist immer so ernst. Guck mal auf sein Gesicht. Ja, jetzt, es war kein normaler Satz. Guck, das ist immer so, bei jedem Satz. Das hier ist der Sound nach dem Umbau mit Basotec. Aber das ist halt, weil er glücklich ist. Weil wir aber es ist wirklich richtig gut. Soundtest 1, 2, 3. Man merkt schon noch, dass es aus der Tür rausgeht und in diesen riesigen Raum reinhallt, aber es ist viel besser, viel, viel besser. Eine Sache zeige ich euch noch. Wir werden hier in diesem Raum natürlich auch unsere gesamten Voice-Overs aufnehmen, was in Max und meinen Videos ja ziemlich häufig passiert. Und jetzt guckt mal, was passiert, wenn wir uns hier in die Ecke bewegen. Und das ist nicht mal ein Großmembran-Mikrofon, sondern das ganz normale Mikrofon auf meiner Kamera. In einem Land vor unserer Zeit. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich hat er jetzt ein Mikro draufgepackt und die Soundpaneele und dann, deswegen ist der Sound so gut. Aber es ist eine normale Kamera. Aber er hätte sagen müssen,
ausgesetzt in der Wildnis von Schweden. Genau. Was soll ich sagen? Die von mir eigens angefertigte Platte passt nicht. Sie ist zu kurz. Ich habe mir Lautsprecher gekauft, die sollen mit auf den Tisch, damit sie hoch und runter mitfahren können, damit ich den Sound, den guten Sound, auch im Stehen haben kann. Die Platte ist zu kurz. Deswegen musste ich losfahren, neue Platte kaufen, größere Platte kaufen und die müssen wir jetzt wieder bearbeiten. Schleifen, lasieren und dieses Mal nicht lackieren, sondern in der Holzfarbe, die auch an der Wand ist, Schleifen. Wird auch jetzt meine Arbeitsplatte. Achso, Tisch. Das ist so geil, mein Gott, das. Ja, das ist zum geil. Zum Cutten. Oh mein Gott, die Kakerlake. Es funktioniert. Ich habe einen höhenverstellbaren Tisch in meinem Streamingzimmer. Und der sieht folgendermaßen aus. Gott sei Dank. Boah, ist schon geil. Ich glaube, Dave hat auch so ganz bisschen Autismus. Aber so ganz bisschen, weil bei ihm muss immer alles so clean sein. Ist es Autismus? Nee, vielleicht ist es einfach ordentlich. Oh, die läuft weg. Wo ist sie? Oh, ich hab sie. Oh, Gott sei Dank, weil die hätte sie echt in Angriff. Na. Der Tisch geht komplett genau über die Länge, aber so, dass wir an dem Basotec vorbei noch hoch und runter fahren können. Wir haben die komplette Fläche genutzt. Ich bin super happy. Das Holz matcht nicht 100% mit dem hier, aber ist okay, ist besser als dieses Anthrazit und die Platte ist eben größer, so dass wir jetzt uns morgen komplett ums richtige Setup kümmern können. Hier kommen drei Bildschirme hin, direkt daneben dran kommen die Boxen, hier vorne auch nochmal ein. Du hast ja drei Bildschirme zum Cutten, oder? Was? Hast du ein Bildschirm oder drei Bildschirme? Drei. Schon, gell? Yeah. Oh, krass. Ich kriege jetzt einen. Oha, geil. Und zwei sind auch schon gut, ja. Ja. Tisch gehen. Der Rechner soll unter dem Tisch gemountet werden. Also so, dass man ihn nicht sieht. Die PS5 auch und so ziemlich alles, sodass der Tisch quasi eine Einheit ist. Und da werden wir uns morgen drum kümmern. Die Platte muss leider erst noch trocknen und dann können wir morgen endlich weitermachen und hoffentlich das Ganze jetzt finalisieren. Ich habe den ganzen Tag damit verschwendet, hin und her zu fahren, darauf zu warten, dass es irgendwie antrocknet und wir die Beine dran machen können. Jetzt bin ich aber super happy. Das Allerwichtigste war für mich, das Streaming-Setup von vornherein richtig zu planen. Es sollte super minimalistisch sein, ich wollte nicht, dass man Kabel sieht und es musste eben vernünftig höhenverstellbar sein. Würde ich den Rechner und die PS5 beispielsweise auf den Boden stellen, müssten die Kabel... Digga, er montiert die PS5 unter den Tisch. What the fuck? Er lebt einfach schon in 2024. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die PS5 und den Rechner direkt am Tisch festzumachen, an der Tischplatte. Dafür brauche ich ein paar neue Accessories, also Halterungen für PC und... Viele Kabelprobleme. PlayStation, die ich am Tisch festmachen kann. Tatsächlich hatte ich das vorher noch nie irgendwo gesehen und musste mir das selber überlegen, hat aber eigentlich ganz gut funktioniert. Das Grundkonzept meines Schreibtisches steht jetzt. Wir haben die drei Bildschirme montiert, wir haben unten Strom und so schon drunter liegen. Das ist schon clean. Das ist sehr geil. Clean, Mann, Motherfucker, Alter. Lautsprecher müssen drauf, die Kamera muss installiert werden, das Licht. Er cuttet ja nicht selber, oder? Nee, das ist nur zum Streamen. Ah ja, du bist jetzt im Streamer. Ja. Installiert werden. Super viel Kram, der jetzt noch mit dazu muss. Stream Deck muss noch hin, Headset, Tastatur, Maus. Also es gibt echt noch eine Menge zu tun. Und das machen wir aber im Raum, damit ich gleich nicht alles mit super viel Kram dran rübertragen muss. Und dann wird hoffentlich das Streaming-Setup final zusammengebaut und dann kann ich gleich direkt live. Sieht so geil aus. Ich mache einen kleinen Stream-Test. Boah, okay, ich sage ehrlich, ich habe mir es kleiner vorgestellt, als sie es geplant haben, aber es sieht schon eine helle Lit aus. So ist es vorgestellt, oder? Nee, kleiner habe ich es vorgestellt. Aber ich finde es jetzt actually für ein Streaming-Zimmer. Es passt. Weil ja, es passt. Für Größe so. Ja, und ich fühle das irgendwie sogar mehr als so ein Gaming. Also kennst du so diese klassischen Gaming-Zimmer, die noch so Gaming-Stuff halt drin haben? So wie bei dir? Nee, die hatten so Gaming, hat so. Nee. Ja. Also Montes Zimmer, das finde ich nicht so geil. Das ist ein Aquarium. Ja. Typisches Gaming-Zimmer. Ja, nee. Ich fahre zwar morgen in den Urlaub und jetzt werde ich eine Woche nicht von hier streamen können, aber ich kann es nicht abwarten. Zumindest die Leute auf Twitch sollten schon sehen, was sie in nächster Zeit setmäßig erwartet. Und ihr solltet auch auf Twitch vorbeischauen. Erster Link in der Videobeschreibung, da streame ich ab und zu. Mein Onkel. Perfekt. Geil. Chat, was geht? Herzlich willkommen aus dem neuen Stream-Studio. Kurze Frage. Was würdest du nur verbessern? Ich würde für deinen Geschmack. Mehr Aquarien. Es fehlen Aquarien, ganz klar. Ganz klar. Ja, die Pflanzen. Ja. Hast du Pflanzen? Ja, aber echte im Gegensatz zu Dave. Na echt? Ja, aber Dave ist halt ein Unternehmer und der muss halt, die kann die nicht gießen. Der hat keine Zeit, aber gießt du die selber? Ja, ja. Hast du einen Kaktus, oder? Ja. Nee, ich habe noch diese Palme-Type-Beat. Na. Vier Tage Vollgas, jeden Abend bis spät in die Nacht durchgegrindet. Hat sich absolut ausgezahlt. Ich habe mir meinen eigenen Streaming-Raum, Ja, ist krass.
Applaus an Dave. Geiles Video. Finde ich geil. My heart went. My heart just got stuck between these loops. My heart went. My mind got.